Sieht gut aus, würde ich behaupten. Dann mal einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu House Flipper. Wir sind gerade im Livestream, das seht ihr in der Aufnahme hinterher nicht mehr. Aber das nur so als Info am Rande, dass ihr nicht denkt, ich rede noch mehr mit mir selbst als sonst. Wir kaufen mal ein Häuschen. Wir haben ein bisschen Geld, 297.000, damit können wir uns fast alles leisten, glaube ich. Gott, sind da neue Sachen dazugekommen? Haus eines jungen Ehepaars. Ich weiß nicht. Oh, ich bin ein bisschen versucht, das Rosa Königreich zu kaufen. Garage mit Bunker klingt auch super spannend. Wir fangen vielleicht mal mit was Kleinem an, oder? Wir nehmen mal das verlassene Haus. Ich hoffe, da ist irgendwas Gruseliges drin. Wir kaufen das mal. Das Breaking Bad House. Mal gucken. Als nächstes vielleicht. Ich denke, wir machen heute mehr als nur eins. Also, ich werde spätestens um 22 Uhr Feierabend machen mit dem Stream, falls mein Gehirn überhaupt so lange durchhält. Aber ja, das nur schon mal als Info vorweg. Alter, ganz ehrlich. Oh mein Gott, was für ein Chaos. Ach ja, guck mal deine Frisur an. Habe ich da Chaostage 94 gehört? Gott, können wir bitte einfach alles verkaufen? Können wir das bitte alles verkaufen? Können wir bitte die Kakerlaken verkaufen? Oh, ich glaube, dafür gibt es ein Achievement. Schon bescheuert. Ja. Weg mit dem Kram. Oh, ich habe mir die Toilette in die Hose gesteckt. Sätze, die ich nicht auf dem Dixie hören möchte. Oh, ich bin versucht, die Dusche einfach drin zu lassen, einfach weil ich Duschen montieren hasse. Aber sie ist einfach so räudig. So, wir staubsaugen mal. Ach ja. Ist der Spielsound eigentlich gerade wirklich so unfassbar leise, wie es mir vorkommt? Ich höre ja halt mal nichts. Ah doch, da kommt ein bisschen was. Okay. Es gibt keinen Löffel. Oh nein, wir haben eine Kakerlake übersehen. So. Na dann. Halt, nicht streichen. Das Ding. Dann wischen wir doch einmal feucht durch. Eine Sache, die ich mit meiner Wohnung auch machen sollte nach der Party gestern. Aber ich habe aufräumtechnisch heute exakt nichts gemacht. Wobei es gelogen, ein klein bisschen was habe ich gemacht, aber ich müsste dringend mal abwaschen. Saug den Löffel weg. Alter. Boah. Wo steuert sich denn das auf einmal so scheiße? Das ging doch mal besser. Geil, ich mache einfach hinter dem Spinnweben sauber. Das dabei natürlich auf gar keinen Fall weggeht. Oh, wir haben irgendwo Dreck übersehen, aber der könnte draußen sein tatsächlich. Oder oben. Aber einfach oben am Fenster, okay. Wollte gerade fragen, ob du krank bist, hat sich damit erübrigt. Nein, ich bin einfach nicht krank, ich bin einfach nur hart versoffen. Ich habe gestern einfach den großen Fehler gemacht, alles durcheinander zu trinken. Bier und Bowle und keine Ahnung, mindestens zwei Sorten Schnaps. Das war einfach alles nicht gut. Also letztendlich, also für die Party war es super, ich hatte Spaß. Aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich definitiv keinen Spaß. Den ganzen restlichen Tag auch sehr begrenzt. Gott, ich laufe hier auch einfach nur mit dem Mob in der Hand durch die Gegend und
hoffe, dass irgendwie Dreck vor meine Nase fällt, damit ich vielleicht irgendwas schaffe. So unkoordiniert gerade. So, wir sollten vielleicht mal ein bisschen mit der Minimap arbeiten. Das ist, glaube ich, einfach deutlich besser. Um? Da ist doch in der Ecke noch was. Ah, wo auch immer das jetzt war. Okay, also abgesehen davon, dass wir das Fenster machen müssen, aber das wird eigentlich nicht auf der Minimap angezeigt. Ja, gerade tatsächlich ein neues Haus gekauft. Also gerade ganz frisch angefangen, deswegen müssen wir erstmal alles sauber machen. Falls ihr euch im Stream wundert, das Let's Play hinkt auf YouTube wahnsinnig hinterher. Also da, ich habe, keine Ahnung, glaube 20 Folgen Vorlauf oder so. Also die Aufträge sind prinzipiell alle durch. Ich gucke mal eben, ob das nicht vielleicht draußen ist, aber nee, es muss drin sein. Bei dem ganzen Dreck kann das aber auch alles sein. Also wir stehen angeblich direkt davor. Es ist doch draußen. Nein. Also meistens sind... Ah, das könnte die Fensterbank sein. Nee, die Fensterbank ist sauber. Meistens ist immer die Fensterbank, an die ich vergesse, aber... Tja, dann gucken wir doch einfach mal, ob wir hier den Rest finden. Okay, das ist weg. Hier ist irgendwo noch was in der Ecke. So, das ist auch weg. Also das könnte wirklich ein bisschen offensichtlicher sein, finde ich. Okay, der Fleck war in der Tat offensichtlich. Oh Gott, diese Lampen. Leute, wer macht denn sowas? Okay, das ist da. Dann ist es wirklich nur noch dieser eine Schandfleck hier irgendwo. Das ist eher Höhe Tür. Nee, tatsächlich ist es... also der Minimap nach müsste es genau hier sein. Vielleicht war einfach die alte Tür dreckig, die wir verkauft haben. Ah, das ist doch bescheuert. Eigentlich wollte ich heute kein Wimmelbild spielen. Tja, sieht es irgendwer? Also muss ja eigentlich drin... Wobei, also der Fleck ist auf der Minimap eher draußen, aber das hat... natürlich wenig zu sagen. Vielleicht hier an der Innenseite irgendwo... Stimmt, wenn es die Tür wäre, dann wäre die, wäre der Fleck beim Verkaufen weggegangen. Hast du wohl recht. Ich kann die Minimap noch mehr zoomen, ja. Aber das... Also, ich weiß wirklich nicht, was das noch sein soll. Ich meine, angeblich schaue ich direkt drauf. Die Frage ist, auf welcher Höhe. Aber hier ist einfach nichts. Ich könnte natürlich einfach mal den Lichtschalter verkaufen. Aber auch der bringt es nicht. Nee. Am Boden ist auch nichts. Auch ist gedacht, dass der Fußboden irgendwie noch so seine typische Schimmelstelle hätte. Aber nö. Nichts ist. Draußen am Boden. Nee, den hatte ich eigentlich gemacht. Ist es vielleicht draußen die Fenster? Nee.
Ach, keine Ahnung, ey. Vielleicht in der Wand. Nee, eigentlich nicht. Also hätte ich bislang zumindest noch nicht gehabt. Ach, keine Ahnung, ich mache es mal in Heizkörper. Das kann ich wenigstens. Gib mir mal ein Tablet, gib mir mal Anschlüsse, gib mir mal einen Heizkörper. Jawohl. So. Oh Gott, das geht so herrlich schnell. Kaufst jetzt das Haus und schaust selber nach? Alles klar, wenn du es gefunden hast, sag Bescheid. Mehr Heizungen. Damit wir schon unser Grundstück heizen können, haben nämlich keine Türen. Ich frage mich, ob ich das Haus verkaufen kann, ohne Türen einzubauen. Das Haus im Keller? Nee, das würde man sehen. Das wäre auch ein anderer Grundriss tatsächlich auf der Minimap. Also es hätte einen eigenen Grundriss. Vielleicht soll ich auch eine Heizung kaufen, bevor ich sie montiere. Das wäre voll clever. Kannst du die Wand trotzdem wegmachen? Nee, kann ich nicht. Ist eine Außenwand. Die kann ich leider nicht abreißen. Sonst würde ich das tatsächlich einfach tun. Aber das funktioniert nicht. Badezimmer. Ach komm, wir machen erstmal die Dusche. Die nervt nämlich am meisten. Hab's mal gezählt, es sind einfach 45 Klicks, die man machen muss. Es sind einfach locker 20 zu viel. So. Manche Sachen sieht man auch einfach so wunderbar, dass man sofort sagt, ah, natürlich, das muss ich machen. So. Gott, bei dem ganzen Rumgewirbel wird mir fast ein bisschen schlecht. Was mache ich denn jetzt? Ah. Natürlich. Die Eckteile. Vollkommen naheliegend. So, und nochmal auf der anderen Seite. Mit dem Besen einmal draußen über die ganze Wand und alle Flecken weg. Okay. Dann gucke ich gleich nochmal. Aber ich montiere erstmal die Geräte fertig. Standard-Waschbecken, mehr gibt's nicht. Zack, zack. Immer noch verwirrt, dass ich da oben nichts festdrehen muss. Und diese Vorteile habe ich bis heute nicht verstanden, wann da was nachspawnt. Es ist einfach so, okay, ich klicke da halt mal drauf, irgendwas wird schon passieren. So. Einmal Kackpappe. Oh, können wir nicht an die Dusche bauen. Schade, aber auch. Wollen wir die Bude einfach so richtig, richtig hässlich machen? Habe ich Bock drauf. Nee, nicht eine Einbaubadewanne. Da kann man zwar auch ein Häufchen reinsetzen, ist aber vielleicht nicht das Beste. So, erstmal gehe ich jetzt nochmal auf die Suche nach dem mysteriösen Fleck. Ah, offenbar war es da oben irgendwas. Ganz klare Sache. Es ist, glaube ich, nun blitzeblank. Sauberkeit, das mag ich. Klingt wie ein schlechter Werbeslogan. Oh Gott, diese hässlichen Lampen. Müssen wir eigentlich irgendwo was flicken? Oder sind die Wände alle, also abgesehen davon, dass die ultra gammelig sind, müssen nichts vergipsen, ne? Nee, alles gut. Wir streichen mal. Streichen ist super. Sonniges Orange. Eine Farbe, die mein Leben in keinster Weise beschreibt. Komm, gib mir die Maiglöckchen, Baby.
Mach mir... Oh Gott, wir müssen die Fenster noch sauber machen. Erstmal nichts mit streichen. Nee. So. Gott, es ist so entspannt. Ja, zu mehr bin ich heute geistig, glaube ich, auch nicht in der Lage. Weiß nicht, ob ich in meinem Zustand diese Farbe verkrafte. Macht schon sehr betroffen. Ah ja. Streichen geht so schön schnell inzwischen. Das ist so super, wenn ich überlege, wie langsam das am Anfang ging. Das war unerträglich im Vergleich. Müssen wir das nicht streichen, aber ich streich das jetzt einfach mal mit. Ja, egal. Na komm schon. Danke. Ich habe noch gar keine neue Farbe gebraucht. Und Streifen machen können. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die Fenster sind immer noch dreckig. Das ist laut. Vielen Dank für den Resub an Fischertechnik. Vielen, vielen Dank. Gott, ich meine Notifications total aus, nicht aus, aber ich sehe es gerade auch tatsächlich nur im Stream, beziehungsweise im Chat. Ich habe mein extra Fenster, was ich dafür eigentlich habe, irgendwo vergraben. Ich glaube, irgendwo hinter dem Twitch-Dashboard verschwunden, aber auch egal. Passt schon. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Gott, meine Stimme ist so fertig, ne? Das mich einfach an den sehr schönen Moment erinnert, als ich irgendwann mal an Neujahr morgens arbeiten musste und natürlich Silvester gefeiert hatte, bis morgens um 5 oder so, oder zumindest bis um 4 und dann halt um, glaube, 10.30 Uhr oder so musste ich wieder anfangen. Und ich hatte halt ungefähr so eine Stimme wie gerade, nur noch schlimmer. Also ich klang einfach richtig mies. Und kam halt ins Büro und mein Chef so, Sie waren gestern auch ein bisschen länger unterwegs, wa? Ich so, würden Sie mir glauben, dass ich erkältet bin? Er guckt mich so an, nein. Ich so, ja, Sie haben recht. So. Nee. Oh, geil. Gib mir nochmal das Rot. Wir wollten es ja hässlich machen. Oh. Ich brech ins Essen. Holy shit. Das Spiel macht süchtig. Ich wollte nur nach dem Fleck gucken. Jetzt kann ich einfach nicht aufhören. Ja, ja. Es ist aber auch einfach extrem chillig. So, da fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Neuen Fußboden brauchen wir ganz dringend. Gib mal Bodenfliesen. Schön Fliesen ins Badezimmer. Ins Badezimmer. Schlafzimmer wird das. Schön Fliesen ins Schlafzimmer. Hier, das ist doch eine perfekte Farbe dafür. Ah, oh, ein Traum. Weiß man gar nicht, wo man zuerst hinkotzen soll. Oh, so hübsch geworden. Das muss das Schlafzimmer werden. Es gibt keine andere Option. Einfach aus dem Grund, weil man da schläft. Und dabei die Augen zu hat und es ist das Elend nicht sehen muss. Alter. Die 70er haben angerufen. Sie haben sich hingebungsvoll übergeben und sind dann gegangen. So, weg damit. Gott, kann ich bitte Hammer bitte gegen den Kopf schlagen? Jetzt wenigstens keine Pissflecken.
Zumindest sieht man sie nicht, das stimmt wohl. Betten, gib mir ein Bett. Bett, Bett, Bett. Hier ist es. Schön das Kinderbett Fichte. Nee, dafür ist es zu klein, um hier. Es ist. Oh, guck mal, das ist doch wunderhübsch. Das ist sowas. Oh, es passt nicht in die Ecke, oder? Doch, voll gut. Traumhaftes Zimmer. Also, wer möchte hier nicht schlafen? Komm, wir legen noch einen Teppich rein. Damit man nicht nach dem Aufstehen gleich kalte Füße kriegt. Hier, das Ding ist so hübsch. Wow, das ist einfach ein... Was? Das ist einfach ein komplett anderer Teppich. Und warum ist... Warum... Was? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber ich möchte eigentlich genau den. Oh, Alter, dieser Raum. Entscheidet man so heutzutage, was das Schlafzimmer wird? Offensichtlich. Ich habe, glaube ich, noch... nee, ich habe tatsächlich keine coolen Bilder drin. Oder? Habe ich? Weiß ich gar nicht. Ah, ich habe den ganzen Kram. Ich möchte hier schon ein bisschen das Eichhörnchen hinhängen. Das Eichhörnchen ist zu groß, wir brauchen das kleiner. Mach mal kleiner. So. So, schnell weg. Schnell eine Tür kaufen, die Tür zumachen und nie wieder in diesen Raum gucken. Tür. Wobei, also doch, allein weil ich hier nicht mehr reingucken möchte. Ich frage, ist eigentlich verkehrt rum, ne? Ah, ist egal, wir schließen die Leute in dem Zimmer ein. Das geht schon. Ich frage mich wirklich, ob wir das Haus verkaufen können, ohne eine Haustür zu haben. Oder ob das Abzug gibt. Wir machen erstmal das Bad. Schön Wände fließen ist einfach hart anstrengend. So. Machen wir noch den Rotkohlboden? Ja, natürlich eine Option, aber den hatte ich schon mal. Oh, guck mal, das ist doch so schöner Fußboden hier. Warum existiert sowas in diesem Spiel? Mach bitte noch einen Vorhang rein und mach ihn zu, damit keiner von draußen reinguckt. Doch, doch. Die Leute sollen sich an dem Elend ruhig ergötzen können. So, Wandfliesen. Machen wir einfach genau die gleichen, oder? Auch das schöne Grün, wäre das nicht was? Da finden wir noch was Schrecklicheres. Die Dinger sind es. Die Dinger und nichts anderes. Oh, Alter. Kacke in den Traktor. Sieht aus wie die Hintergrundtextur von... Bowser's Castle oder so. Möchte bitte kleine Cooper-Aufkleber kaufen und sie auf die Fliesen kleben. Vor allem, dass man das vorher nicht sieht, dass das so ein krasses Muster hat, finde ich irgendwie fast ein bisschen schade. Wäre schon gut, wenn es im Shop angezeigt werden würde. Ach Gott, es grünt so grün. Da lasse ich einen ziehen. Bin ja schließlich im Bad, da kann man das mal machen. Kann bitte jemand Tine Wittler anrufen? Ist alles nicht schön. Sind wir gerade über die Fliesen auf das Waschbecken geklettert? Okay, ich nehme das einfach so hin. Ich finde die Wandfliese gar nicht mal so hässlich von der Musterung her. Die Farbe ist extremst grenzwertig, aber... Warum ist da eigentlich ein Lichtschalter? Warum? So, warum?
falls man morgens am Spiegel feststellt, dass man sich selbst zu hässlich ist und man einfach das Licht wieder ausmacht? Ich wünschte, ich könnte eine ganze Spalte Fliesen in 3 Sekunden anbringen. Hm. Also im Real Life meinst du? Ja, definitiv. Ich wünschte tatsächlich, ich könnte hier im Spiel die Wandfliesen so verlegen, wie ich die Bodenfliesen verlege. Aber das geht leider nicht. Nein. So. Fensterrahmen von innen fließen will man nicht, ne? Also was heißt den Rahmen, das Fenster von innen, den Sturz. Das streichen wir, glaube ich, einfach, oder? Finde ich okay. Streichen wir in irgendeiner schönen Farbe. Irgendwas, was sich liebevoll in diese grünen Fliesen anschmiegt. So, ich hoffe, das war's jetzt. So, also, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Grün würde gut passen. Neongelb. Neongelb gibt's leider nicht. Lampen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Lampe. Wir brauchen aber tatsächlich eine Deckenlampe. Wir haben in den anderen Raum auch hier. Das ganze Haus kriegt diese Lampen. Das ganze Haus. Ist gleich viel schöner, wenn man das Licht anmacht. Boah, Alter. Puh. Ich schnell wieder aus. So, wir wollten streichen tatsächlich. Ein Spiegel wäre vielleicht auch noch ganz okay. Achso, das ist aber nicht unter Badezimmer, das ist wieder irgendwo. Ich finde es auch schön, dass es exakt einen Spiegel gibt in diesem Spiel. Schön Nuss. Jawohl. Die ganze Nuss dahin hängen. So, jetzt aber Farben. So eine schöne junge Blütenknospe. Nein, nein, du verstehst das falsch. Du könntest nicht ausflippen, du könntest hausflippen. Schön Himbeeraura, jawollo. Himbeeraura ist es. Ja, das ist doch, also wenn das nicht die Farbe ist, die wir alle haben wollen, dann weiß ich auch nicht. Alter, mir wird schlecht, ey. Schnell raus hier. Alter. Es ist so hässlich. Ich schnell die Tür vor. Wo waren sie denn hier? Türen. Schön mit Türklopfer. Ah, das geht. Doch, das geht. Muss aber tatsächlich andersrum. Glaube ich, oder? Ja. Damit man von draußen anklopfen kann. Ey, bist du bald fertig? Muss auch mal. Ah, großartig. Dusche, Waschbecken, Klose noch so schön. Ja, da habe ich leider nicht so viel Auswahl. Es gibt ja exakt eine Dusche. Oh, wobei. Wir müssen ein anderes Waschbecken anbringen. Es gibt hier exakt ein Waschbecken, was hier rein muss, nämlich dieses. Achso, das muss ich erst aufmachen, bevor ich montieren kann. Ja, ja. Na, was denn jetzt? Oh Gott, ich bin so verwirrt gerade, ne? Hübsch, äußerst hübsch. Komm, haben wir noch irgendeine hässliche Deko, die wir da hinstellen können? Hm. Schön einfach das. Wir können da kein Messer hinlegen. Ich würde da gern ein Messer hinlegen, falls man morgens so richtig gute Laune hat.
da nichts drauflegen. Voll ungeil. Naja, dann nicht. Dann nicht. So, zu die Butze. Wir müssen leider nochmal in den anderen Raum. Alter. Aber Eichhörnchen. Vor. Vor. V wie Vorhangdetter. Gib mir mal einen schmalen, kurzen Vorhang zum Einbauen in Grasgrün. Nee, nicht in Grasgrün. Mein in hell-lila wäre natürlich eine Option. Braune Streifen. Nee, das ist rote Seite. Braune Streifen geht tatsächlich zu gut mit dem Lila. Feine Blüten. Gold. Boah, Alter. Jawohl. Exakt das. Mama Magenta. Alter, mir wird so schlecht. Da können wir gar keinen zweiten Vorhang hinbauen, wa? Das ist ja ein bisschen ungeil. Jemand bei der Konstruktion nicht so richtig. Also, weiß nicht, vielleicht können wir es, aber ich befürchte, das, nein, können wir einfach nicht. Ja, dann können wir ein Fenster halt einfach niemals abdunkeln. Warum genau? Ach, da ist das Bett im Weg. Natürlich ist das Bett da im Weg. Ja, dann ist da halt auch keinen Vorhang. Gut, ist das halt so. Schade drum. Aber dann halt nicht. Kann ich im Breiten einbauen? Also hier kann ich im Breiten vielleicht einbauen. Ja, weiß ich nicht. Kann ich mal probieren. Kann ich tatsächlich mal probieren. So breit und kurz. Genau wie ich gestern Abend. Magenta. Ja, kann ich. Aber ich sag dazu nichts, ne? Aber es ist schon okay. Es interessiert die Käufer halt auch nicht. So. Also, ist doch perfekt gelaufen. Genauso hat sich der Architekt das gedacht. So, jetzt aber wirklich zu hier. Wobei, ach, keine Ahnung. Wir streichen mal wieder irgendwas hübsch. Was hätten wir denn gern für eine Farbe? Rosa Nebel? Oder doch eher ein feuriges Orange? Schwarz. Den Flur schwarz machen? Alles klar. Ist auch okay. Dann fällt es nicht so auf, wenn der Schimmel wiederkommt. Ja, ist auch wunderhübsch. Da fühlt man sich gleich richtig wohl. Schön, dass wir die Kleiderhaken einfach dran gelassen haben. Lachende Erdbeere. Lachende Erdbeere machen wir auch gleich noch. Lachende Erdbeere setzen wir hier ein paar Akzente rein. Da kannst du auch gleich ein Messer vor die Eingangstür legen, damit man sich die Augen ausstechen kann, ja, wenn man hier reinkommt. Wie bei mir auf der Arbeit. Also nicht mit Messer vor der Tür und Augen ausstechen, sondern schwarze Wände. Ach Gott, warum hat dieser Raum eigentlich so viele Fenster? Um Fenster drumherum streichen ist einfach auch richtig nervig. Also hauptsächlich wegen dieses kleinen Kackbalkens. Na, jetzt streicht er schon. Hm.
Na komm. Jawohl. Wenn ich ehrlich bin, sieht es weniger kacke aus, als ich gedacht hätte. Durch die hohe Anzahl an Fenstern. 5 nämlich. Lässt sich das einigermaßen gut aushalten. Ich bin positiv überrascht. So. Weg damit. Wo ist sie denn? Die lachende Erdbeere. Da. Als würden wir in einem Rennwagen wohnen. Das ist schon einfach extrem hässlich. So. Why? Warum? Mach bitte alles gestreift. Also so richtig Knastlook, meinst du? Kann ich natürlich auch machen. Ist aber anstrengend. Anmachen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Nein, das passt nicht. Fuck. Ich doch nochmal schwarz kaufen. Also von allen Ideen, die ich heute hatte, wobei das zugegebenermaßen mit dem Gestreift auch nicht meine Idee war, ist das schon mit Abstand die schlechteste. Alter Finne. Warum ist es nur so hässlich? Geht sogar vor Schreck in-game die Musik aus. Das Spiel schweigt betreten, ob meiner künstlerischen Ambition. Ich wette, es geht am Ende einfach nicht auf. Doch. Okay. Natürlich schön gewesen, wenn wir jetzt eine ungerade Anzahl an Streifen gehabt hätten. So, irgendwo braucht man noch schwarz. Ich glaube, die Erdbeere lacht nicht mehr. Doch, doch, die freut sich. Auf jeden Fall. Die Erdbeere lacht. Es ist aber mehr so ein verzweifeltes Lachen, weißt du? Es ist schon so ein Lachen, wo einfach, wenn man hinhört, hört man einfach diese Verzweiflung, die da mitschwingt. So ein ja. Verkaufen wollte ich das eigentlich, danke. So, ist das nicht wunderhübsch geworden? Ein Traum. Die gibt es auch nicht in Farbe bunt. Oh, die gibt es in... Himmelblau, Himmelblau. Nein, total im Bunt. Bunt ist das Beste. So, gehen wir hier hin. Hier muss übrigens auch noch eine Lampe rein. Wir haben vergessen. So, stell wieder zu. Puh, macht die Küche kackbraun. Mal gucken. Erstmal müssen wir noch einen Fußboden machen und dann vielleicht irgendwas... Fließen wir das auch? Nee, eigentlich fließen wir das nicht. Schon, oder? Grüner Teppich. Geil. Gottverdammt. Ach. Alter, kann die Steuerung bitte nicht so frickelig sein? Was ist das da eigentlich?
Haben wir. Achso, ah, das sind Anschlüsse, die gerade ausgegraut sind, weil ich den Teppich in der Hand habe. Okay. Ja, das macht den. Also, ich möchte direkt Minigolf spielen. Bei dem Teppich. Haben wir irgendwo einen Golfball oder sowas? Okay. Das ist zwar nicht das, was ich gesucht habe. Aber auch das. So, wir müssen auf jeden Fall Pflanzen hier reinstellen. Pflanzen sind ganz wichtig. Instant-Psychose, wenn man da einzieht. Auf jeden Fall. So, schön noch das Monster hier in die Ecke. Vielleicht eher hier. Vielleicht eher hier in die Ecke. So. Sauerstoffversorgung ist sichergestellt. Blumen? Sehr gut. Ich glaube nicht. Blumen retten dieses Haus nicht mehr. Möbel wären prinzipiell ganz okay, ne? Also ich weiß nicht, was man hier noch so reinstellen sollte. Es ist halt ein Flur irgendwie, aber es ist halt auch... Also das ist sonst so das... Oh Gott, das einzige Zimmer, was wir haben. Also hier kannst du halt prinzipiell keinen Fernseher reinstellen. Hier kannst du halt nichts machen. Außer das Licht, oh Gott. Wenn ich das sehe, wird mir so schlecht bei diesem Teppich hier, bekomme ich Ausschlag. Bitte putz doch, wer die Fenster putzt schon. So. Jetzt noch ein Bild von Jigsaw rein und perfekt. Oh, das müsste ich jetzt irgendwo raussuchen. Müsste ich aus dem Spiel raus. Survival. So. Ah, es ist eine touristische Konservendose. Sehr touristisch. Auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, die Küche ist fertig. Ah, geil. Erstmal, wir sehen hier überhaupt nichts. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen erstmal eine Lampe. Aber eigentlich eine Deckenlampe. So, gleich viel hübscher hier. Mal anklopfen, ob das Bad frei ist. Ich finde es schade, dass man nicht anklopfen kann. Also, dass man den Türklopfer nicht benutzen kann. Ein schönes Unwetter draußen mit ein paar Clowns und der Raum hätte Atmosphäre. Auf jeden Fall. Oh, da möchte ich direkt wieder Killer Clowns vom Outer Sprays vor allem. Space. Killer Clowns from Outer Space. Fantastischer Film, sollte man gesehen haben. Wieso sind Spiele eigentlich immer gleich doppelt so lustig, wenn man Blödsinn macht? Ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich sehr lange gebraucht, um auch zu realisieren, dass es scheißegal ist, was ich in den Häusern mache. Also bei den Aufträgen kann man sich natürlich nicht frei aussuchen, aber es ist halt scheißegal, wie du die Dinge einrichtest. Prinzipiell ist es auch egal, ob du sie einrichtest. Also es spielt für den Hausverkauf halt überhaupt keine Rolle, ob du es schick machst. Also ob ich hier 5 Deko-Vasen reinstelle, ist halt völlig egal. So, es ist halt wichtig, dass irgendwo eine Küche vorhanden ist, ein Bad und ein Bett. So, das sind so die grundlegenden Sachen. Manche hätten ganz gerne noch einen großen Aufenthaltsraum, das kann man in dem Haus aber natürlich völlig vergessen. Und Pflanzen gibt hier und da noch Pluspunkte, aber der Rest ist halt völlig egal. Und ich werde auch definitiv gucken, ob es Abzüge gibt, wenn wir keine Haustür drin haben. Ich werde es ausprobieren gleich. Ist doch total gut. Stell dir mal vor, du brätst hier irgend sowas richtig Räudiges an, so 10 tote Fische oder so, und hast hier aber direkt, weil hier und hier keine Tür drin ist, einfach direkt einen Durchzug, damit sich der Geruch gar nicht erst einnisten kann. Voll gut. So, jetzt brauchen wir aber eine elegante Lösung für die Küche. Fliesen oder streichen? Das ist die große Frage. Streichen geht auf jeden Fall schneller. Fliesen sind aber mit Abstand hässlicher. Ich möchte auf jeden Fall
Wir machen das, glaube ich, genauso, dass wir die Wand auf jeden Fall fliesen und den Rest streichen wir. Oh, es ist also. Ich habe direkt Chlorgeruch in der Nase und möchte meine Badehose anziehen. Also es ist schon. Für einen Badezimmerboden würde das tatsächlich, glaube ich, einigermaßen gehen. Aber für so eine Wand ist es schon hässlich, möchte ich sagen. Ist schon nicht schön. Aber hey. So. Gib mir Farbe, Baby. Wo sind sie? Farben hier. Jede Spalte eine andere Fliesenart. Boah, nee, ist mir zu anstrengend. Also einfach vom Fliesenlegen her. Schön Morgengelb jetzt daneben. Also schweres Grün wäre natürlich echt hässlich jetzt. Blutiges Rot. Oh ja, das beißt sich richtig. Wo war das denn hier? Traum. Rosa wäre geil oder pink. Wir müssten eigentlich. Warte mal. Wir nehmen das gleich noch das amarantfarbene Abenteuer. Machen aber mal. Zumindest ein bisschen blutiges Rot. So. Also für mich ist es braun. Kannst du mir sagen, was du willst? Für mich ist es braun. Ich finde es großartig, dass, weil es eine Außentür ist, es einfach breiter ist. Steckt man nicht drin. So. Und dann brauchen wir ganz dringend das amarantfarbene Abenteuer. Meine ich verkaufen. Ist die Größe der Räume entscheidend oder kann man auch einmal eins Räume machen? Gute Frage. Also ich kann ja theoretisch selber Wände ziehen. Aber das würde ich, glaube ich, eher in einem größeren Haus ausprobieren wollen, wenn ich ehrlich bin. Denn hier hast du eh kaum Platz, um irgendwas zu machen. Leck mir doch die Zwirbeldrüse. Also, das ist schon, es ist eine Kombination. Ich weiß auch genau, welche Fliesen da jetzt reinkommen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Träumchen. Also, beste Küche ever. Diese Küche, du hast den Rest der Wohnung noch nicht gesehen. Ich meine, guck dir das malerische Schlafzimmer an. Mit dem perfekt. Warum ist denn das Licht nicht an? Mit dem malerischen Vorhang. Können wir bitte die Fenster einschlagen? Oh, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das nicht geht. Straßenlaternen sind an. Voll gut. Es ist so gut, dass das Licht erst angeht, wenn man den Raum betritt. Das ist jeder Raum eine Überraschung, auf jeden Fall. Keine gute, keine schöne Überraschung, aber definitiv eine Überraschung. So, wir brauchen eine Küche. Brauchen eine Küchenzeile. Wo haben wir einen Herd? Kücheninsel mit Herd. Wo ist denn das eine Insel? Das ist ein ganzer verdammter Schrank. Klassisches Küchenset mit Herd. Das sieht doch wunderbar aus. Ja, geil. Gib mir das. Bitte.
Wie gut ist diese Küche jetzt bitte? Beste Küche ever. Ich wusste nicht, dass dieses Ding existiert, aber ich finde es super. Gib mir mal bitte nochmal eine Kochplatte. Wie heißt denn das? Ach, das ist unter Haushaltswaren, ne? Tatsächlich nicht unter Küche. Hier. Schön Induktionsherd drauf, richtig hübsch. So. Geil. Da würde ich nicht mal umsonst wohnen. Doch, auf jeden Fall. Wir können den Backofen nicht aufmachen. Ich finde es auch geil, dass man in den Backofen nicht reingucken kann. Einfach keine Chance. Gott, das sieht aus, als würde man hier den großen Futulu anbieten. Anbeten, meine ich. Das ist halt einfach so der Nahrungsschrein, wo den Dosen Ravioli gehuldigt wird. Oh, wie gut, wir müssen hier irgendwo noch einen Kühlschrank reinstellen. Das ist genau der richtige dafür. So. Schön Abwärmer nach draußen, damit es in der Bude nicht zu warm wird. Haben wir auch gleich das Türproblem gelöst. Diese Bude macht so betroffen. Ich kann das nicht. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Gib mir noch ein hübsches Bild. Damit man genau weiß, wie hinterher der Arsch aussieht. Ah. Ein Traum. Dann gucken wir doch mal. So, Haus gekauft für 26.000. Starten wir nochmal eine Aktion. Was haben die denn so auszusetzen? Einwohner mögen es, zwei Badezimmer zu haben. Es sind zu viele Zimmer? Seid ihr alle besoffen? Okay, wir müssten vielleicht irgendwo noch ein Regal reinbauen. Chicks mögen teure Geräte in der Wohnung. Ja, dann darfst du aber nicht in die Wohnung, Baby. Brauch ein eigenes Arbeitszimmer. Okay, wir müssen irgendwo Bücher reinpacken. Angebot ablehnen. So, wir müssen hier nochmal ein Regal für Bücher reinpacken. So, noch einen Schrank rein. Schrank, wo sind sie denn? Achso, Schränke und Schränkchen. Genau, das wollte ich. Das ist in Wirklichkeit, auch wenn es Bücherregal ist, ist das nicht das, was die brauchen, um Bücher abzulegen. Habe ich festgestellt, die brauchen da irgendwas anderes. Brauchen die so eine Kommode? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn hier vorne? Hier, okay. Sag mal, achso. Ah, da ist der Vorhang im Weg, ich verstehe. So, können wir hier irgendwo. Ist hier irgendwie ein Aktenschrank oder sowas? Nee. Modernes Hängeregal Andy. Ein Schreibtisch? Ein Schreibtisch ist in Wirklichkeit auch total da. Es ist halt ein Bett mit Schreibtisch. Es hat sich aber tatsächlich niemand über die Haustür beschwert. Ein Stuhl wäre tatsächlich noch ganz gut. Klassische Kommode hier, guck mal. Kommode für Esszimmer, nee. Stahlregal für die Garage, Wickelkommode.
Komm, wir stellen noch einen Schuhschrank irgendwo rein. So. Das war ganz wichtig. Stuhl. Stühle hier. Sessel B1. Stuhl X. Ich habe, warum auch immer ich gerade A gedrückt habe, ich habe irgendwie ein Trauma von diesem Stuhl. Sätze, die ich nicht auf dem Dixi hören möchte. Komm hier, gib mir. Was nehmen wir denn? Schönen Stuhl mit Rädern. In Rot. In Rot? In Dunkel. In Gelb. Traumhaft. So, dann gucken wir doch nochmal. Ich möchte diese Wohnung an zwei Personen vermieten, deswegen ist es schön, dass sie Platz zum Schlafen haben. Es ist exakt ein Bett da. Ein Einzelbett. Aber, okay. Der Ort zum Lernen sollte sich unweit des Schlafplatzes befinden. Bitch, please, du hast deinen Schreibtisch direkt unter dem Bett. Ah, das Problem ist, okay, ich verstehe das Problem. Der Raum kann halt nicht gleichzeitig Arbeits- und Schlafzimmer sein, glaube ich. Das geht einfach nicht. Klassische Möbel? Hast du vergessen, dass ich sie hasse? Wollen wir mal Veronika glücklich machen? Ist das, was von den klassischen Möbeln ist denn hier? Das Klasse, also, ist, keine Ahnung. Wir nehmen andere Regale. Ich will mal gucken, ob ich es hinkriege, dass sie tatsächlich einfach nichts zu meckern hat. So. Sehr hübsch. Sehr funktional. Ein Träumchen. Und dann brauchen wir noch irgendwas Hochkantiges. Schön das Garagenregal. Jawohl. Ist, glaube ich, einfach zu groß, oder? Uff, ganz ehrlich. Ist ja nicht mein Problem, wo das Ding steht. So. Ich bin gespannt. Es sind so viele Zimmer, ey. Ob die alle besoffen sind. Kann ich eigentlich die Sachen anklicken? Ach, ich kann das ausklappen. Ah nein, die haben mehrere Sachen einfach. Okay. Es sind so viele Zimmer. Schade, dass es kein Wohnzimmer gibt. Es fehlt eine Küche? Wait. Die ist total happy, bietet aber nicht mehr Geld. Schön, dass die Küche nicht als Küche erkannt wird. Aber okay, wenn er trotzdem mehr bietet, dann Angebot verhandeln. Hier. Ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten auch. Kriegen wir keine 10.000 mehr. Schade. So, das war doch traumhaft.